Was ist kleiner als ich? Richtig, nicht viel. Aber diese Pokémon sind es. Sie sind nämlich alle 0,1 Meter groß. Was das so wie kleinste Schwungs. Ist. Das sind die kleinsten, in der Tat. Die kleinsten Pokémon. Möchte ich mich nicht zu äußern. Die es gibt. Ja, ist interessant. Es gibt nämlich gar nicht so krass viele, aber es gibt sehr viele davon in Karmesin und Purpur, right? Ja, tatsächlich. Ich glaube, es gab nur zwei noch mehr, die es jetzt nicht im Spiel gab. Welche waren das? Was weiß ich? Alter, ich habe kurz meine Mons nicht gesehen, ne? Also Flabby B war kurz verschwunden. Also, Kurelei wirkt natürlich erstmal sehr groß, ich gebe es zu. Aber man muss auch sagen... Ist halt nur das ja, kleine Ding und nicht der Blumenkranz. Ist ja nur dieses kleine Fee-Ding, genau. Glaube ich zumindest, ja. Und deswegen ist der auch 0,1 Meter groß. Falls ihr es nicht glaubt, schaut halt nach. Ich bin sehr gespannt auf die Kronen jetzt hier, ne? Oh, die sieht süß aus. Oh Mann. Die ist sweet. Ist ja echt sweet. Oh mein Gott. Wir gehen natürlich rein hier. Es gibt nur einen Winner in diesem Match. Und das ist natürlich unser Zäpfchen. El Zäpfchen. Oh, die Drachenkrönchenchen. Ist schon nice, Alter, der Kleine. Was ein niedliches Metronom-Battle hier heute. Geil, geil. Gibt auch erstmal einen lecker Orkan. Ja, Alter. Kugelei könnte ein bisschen broken sein in diesem Metronom-Battle. Da waren wir uns auch wieder nicht ganz sicher. Wir werden es herausfinden. True. Du machst auf jeden Fall keine halben Sachen, wie ich sehe. Nee, halbe Transsteine legen geht auch, glaube ich, gar nicht. Doch, Stachler. Säurepanzer. Ja, das finde ich nicht schlecht. Das Ding ist, der physische Angriff von dem Bike ist eh nicht so krass, aber ja. Oha! Feuerschwäche, wie wär's damit? Meine Initiative sinkt. Richtig. Und deine Fähigkeit, zumindest hier die normale Fähigkeit, die Kugelei so gut macht. Ja, Heilwandel bringt dir nichts, das ist klar. Bringt dir nichts, genau. Deswegen habe ich die auch nicht. Sondern eine coole andere Fähigkeit. Siede, Wasser-Burnie. Jawolli! Zäpfchen! Ah, keine Brunusbeere drauf? Nee, auf dem leider nicht. Schade. Auf den anderen drei hätte ich eine. Oh ja, ist egal. Okay, ja, chillig! Jawoll, da kommt die Rache, Alter. Das ist okay, das ist okay. Im Worst Case haben wir einen Kill getradet. Stand jetzt. Aber im Best Case kann WhatsApp noch... Was für getradet? Na, wenn du am Burn stirbst, haben wir die nächsten zwei Metronomen-Battles noch gemacht. Ja, aber sollte ich jetzt nichts mehr machen, rein gar nichts mehr, dann haben wir im Worst Case Mons getradet. Aber im Best Case reißt WhatsApp hier noch das ein oder andere. Und dann guck dir den Schaden an. Das ist ja geil. Boah. Kranker Typ. Ne? Immer zwei Hits. Muss. Okay, dann holen wir halt das nächste Pokémon rein. Ist gar kein Problem. Okay, wer ist es? Ich sag, es ist circa 10 cm groß. Es ist Mortana Black. Mortana Black. Der Geile. Oh mein Gott, du bist so widerlich. Du bist so ein ekelhaftes Stück Scheiße. Meine Güte. Das steht aber nicht in den Regeln, dass es verboten ist. Nö, aber das ist der Ehrenkodex. Es gibt keinen Ehrenkodex bei Mad Battles, Alter. Oh, warum ist die Kamerafahrt so übel weit weg von jedem Pokémon, das hier ist? Nein, die sind doch so klein. Ja, eben. Tea Time. Boah, Beere. Hast du Bären? Weiß ich nicht. Nö. No. Ich hätte Arki-Beere auf Kugelei spielen sollen. Boah, kannst du mich mit Pulverschnee angreifen oder so? Schlagbefehl kann ich machen. Oh, Mann. Oh. Der hatte Wahlbrille Symbiose, Alter. Du ballerst den weg und dann hätte WhatsApp so crazy böllern können, aber nö. Was hat Waddle Zapfel für ein Item? Wirst du mal herausfinden, hoffentlich. Marke, das war ein schneller Konter. War gar nicht so schnell, um ehrlich zu sein. Leider fehlgeschlagen. Das stimmt, war echt ziemlich langsam. Naja. Okay. Dann gehen wir in Tassilo. Tassilo! Kennst du den? Nee. Aus Die Schöne und der Biest? So heißt der, Tassilo. Ja, Tassilo heißt der. Habe ich extra. Ich hatte Tassimo im Kopf, aber das ist, glaube ich, so diese Kaffee. Ja, das ist. Alter, was hat er denn? Bin ich plus 6? Nee, plus 3, oder? Plus 5, meine ich. Hab ich oder macht Säurepanzer auch 3? Ja. Boah, Alter. Ja, also. Ist Kugelei broken? War die Frage vielleicht tatsächlich doch. Zu krass. Ah, jetzt ist mal eine Mythenkraft. Guck mal, das macht auch Damage. So ist er nicht. Ja, weil die halt keine Death-Werte haben, so, ne? Eben. Offensiv sind die ja nicht so schlecht, meistens. Ja! Das ist unfassbar. Meine Blütenhülle!
Den ganzen Tag versuche ich schon, Pflanzen-Pokémon neben Kurelei zu stellen. Den ganzen Tag? Ja, ich habe das dreimal oder so heute gemacht. Während der Aufnahme. Ach so. Aua. Ja. Schwächenschutz. Boah, ich glaube, es ist over. Also, ich würde dem schon zustimmen, so, aber du hast schon mal sehr ausgezeichnetes gedreht. Das ist richtig. Gerade Fatality ist da so ein sehr krasser Kandidat. Der ist echt ein Kandidat, Alter. Refugium, ja. Ja. Also ich finde ja geil, dass ihr eure Verteidigung erhöht. Aber das Ding ist nicht, dass die krasse Angriffswerte hätten, sondern Spezialangriffswerte. Goddammit. Goddammit. Aber oh, siehst du, Pixar? Ja, wow. Und damit legen wir los mit der tollen Bruchrüstung. Yay! Ja. Hätte ich gewusst, dass du Gastlichkeit spielst, hätte ich auch Tastbruch gespielt. Na, das ist nicht ganz fair, der Vergleich, ehrlich gesagt. Dadurch, dass du eh nur zwei Hits brauchst, um mich zu killen, wäre das schon fair gewesen. Na! Donnerorkan, jetzt geht's los. Wow. Krank, Alter. Das war mein spezieller Schaden. Ja, aber... Was hast du denn mit deinen Prios? Aber guck mal. Ich meine, sie sind sehr effektiv, sehr aber genau. Geburnt. Kann man halt nichts machen, ne? Ich wäre gern geburnt. Denke ich, easy. Ich bin plus 18. Plus 18. Ja, Jahre alt. Ja, ist Kraft, okay, glaube ich. Tyler! Finde ich das gar nicht gut, okay. Glaube ich. Nee, finde ich gar nicht gut. Naja, ist relativ Wayne so, weil WhatsApp wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr mega viel reißen. Es sei denn, Lunargebet, Hassilo. Wie wäre es damit? Das wäre crazy. Ja, das ist quasi das Gleiche. Ja? Das ist nicht dein Ernst, glaube ich. Was macht Blütenhülle genau? Blütenhülle schützt Team Pflanzen-Pokémon vor allen möglichen Sachen. Ach so, so steht das in der Pokewiki-Beschreibung. Genau. Schützt vor allem. Vor allem. Ja, ich bin jetzt auch Pflanze. Nee. Schütz mich. Geht nicht. Ist das dein letztes Pokémon? Nee. Ja, ist vorbei jetzt. Hä? Nee. Nee. Ich denke auch nicht, nee. Du wolltest doch raus. Aber meine ganzen Death-Werte sind wieder weg. God damn it. Ich hab noch die Berliner Mauer. Ach du Scheiße. Aber Tarnsteine tun schon mal sehr, sehr weh. Aber der hat doch ganz gute Death-Werte, I guess. Der hat insane kranke Death-Werte. Also wirklich bro... Ja? Okay, ich lebe noch. Brokene Death-Werte hat er. Brokey-Mokey. Also Real Talk, ich gehe mal kurz in den Bericht und mach so Vergleich, ja. Wir haben bei WhatsApp eine Verteidigung, Spezialverteidigung von 70. Mhm. Und bei Cosmovum von 151. Also mehr als doppelt so stark. Ja. Und er trägt den Evoliten, das gebe ich dir vor. Ja, natürlich. Ich habe auch mit nichts anderem gerechnet. Ja! Bam, Digga! Wow! Achso, direkt disconnected. Natürlich, ich muss auch noch Schwächen schon. Natürlich, ja, klar, Dings, wir überlegen, ist der broken vielleicht? Weiß ich nicht, aber lass mal noch Schwächenschutz draufpacken. Junge, dieses Batman, das ist viel zu witzig. Ich kann das alles nicht mehr. Aber da sieht man mal wieder, dass der nicht trash ist. Ich hab das doch nie gesagt, das war present. Ja, ich wollte doch auch nur beweisen. Das ist dein, nicht dein Ernst. Ist das auch ein Regelbruch? Ein Ehrenkodex? Oh, stirb! Ein Kapi. Der muss den Taucher jetzt hängen. Ja, das befürchte ich halt, ne? Oder er drückt einfach noch Explosion schnell. Grasrutsche. Nächste Prio, Alter. Ne, ist keine Prio, kein Grasfeld. Jawohl, Zeppelin, jawohl. Den Taucher! So, das Ding ist, ich bräuchte halt Giftwolke, aber damit würde ich sowieso nur den einen vergiften, soweit ich das jetzt mitbekommen habe. Ja. Aber nee, ich glaube, ich mit Bodyguard machst du ja gar nichts, oder so ein Shit. Naja. Crit. Tarnsteine Superzahn-Crit gegen meine Superwall, ja? Gegen die Berliner Mauer. Oh! Okay, ja, Schaden. Ich habe mit weniger gerechnet, weil der hat nämlich keine Angriffswerte. Ja. Dafür aber er hat doch keine Death-Werte, also Mortana Black hat. Okay. Überrumpler kommt 18 Runden zu spät, Kurelei. Mhm. Schade. Spukball? Ich weiß echt nicht. Er hat Kräfte? Ja, okay. Du machst viel zu viel Schaden noch.
Ja. Das ist leider wahrscheinlich... Er holte sich 2 KP zurück. Crazy. Wetten mehr? Weiß ich jetzt. Na gut. Aber 2 KP können auf einem, auf dem Boy schon recht viel sein. Weiß ich jetzt nicht. Aber wenn ich hab auch jetzt Pokémon nur noch auf dem. Gerd. Ja, okay. Gerd. Der gierige Gerd, Alter. Also es wäre echt geil, wenn du mich... Du bist das schnellste Mon, okay, crazy. Oha! Ja, das hätte ich auch 10 Runden früher genommen. Naja, gut. Es wäre gut, wenn du mich heilst für die Spannung. Du bist so ein heile Pokémon. Nee, ich mach so viel Tankig. Ja, ich denke. Viel zu viel Schaden gemacht. Wiege ich nicht 999 Kilogramm? Ja, glaub schon. Wie kann das dann 11 KP machen? Na, weil ich plus 2 bin. Das ist keine Rechtfertigung dafür. Doch, safe. Diese Frechheit. Gerd! Komm, Gerd, bitte, jetzt Gerd, heil doch mal. Bitte, Gerd, beende es. Gerd! Gerd! Okay, das ist gut. Das ist sehr, sehr nice. Type normal. So, und jetzt beende ich es aber. Jetzt heil mich. Mit Liebeskuss. Frostventil. Denke ich? Nee. Mann, Berliner Mauer. Was die Berliner Mauer hat mal wieder nichts ausgehalten. Okay. Wir kennen es ja schon aus der Geschichte, daher ist es völlig egal. Falls dir gefallen hat, lass ein Like da. Es gibt leider nicht noch mehr Pokémon mit 0,1 Meter, aber es gibt noch 0,2 Meter Pokémon. Also, hey.